Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, eingebrockt. Ich werde euch gleich mal die richtige Definition von eingebrockt einfach mal bringen. Aber ich habe heute, was ich mir selber eingebrockt habe, ist natürlich die ganze Sache mit der Liga, mit dem Community-Clan. Komme ich aber gleich zu. Erstmal brocke ich mir diese Base hier rein. Denn was ich mir auch selber eingebrockt habe, ich habe den ganzen Tag nicht angegriffen. Den ganzen lieben langen Tag hier nicht angegriffen. Was habe ich eigentlich in der CB? Oh ja, das geht ja. Und deswegen muss ich das einfach mal ein bisschen nachholen. Ich muss mal eben schauen. Okay, das kriege ich hier hinten, glaube ich, mit so ein paar Lakis weg. Mal eben checken. So. Wir checken das mal eben. Wir lassen hier mal schon mal die Ramme so ein bisschen den kleinen Mauerbrecher spielen. Okay, da ist schon mal eine Luftfalle. Das passt. Das ist nicht ganz so schlimm. Ah, ich habe ja ein paar Mauerbrecher dabei. Uiuiuiui. Okay. Ich habe ja ein paar Mauerbrecher dabei. Deswegen gehe ich hier jetzt kurz mal um diese Ecke hier rum. 1, 2, 3. Warden. Oh, der. Ja, okay. Okay. Warden ist mal wieder auf Luft. Ist mal wieder auf Boden. Entschuldigt bitte. Der Warden ist mal wieder auf Boden. Ich muss hier eben mal so ein bisschen friesen. Und dann kann ich hier nochmal mit ein paar. Ich hoffe es mal. Mit ein paar Lakis reingehen. Wir wollen hier nur so ein bisschen den Lot haben. Also gar nicht mal so das Rathaus oder so, sondern nur so ein bisschen den kleinen Lot hier. Ja, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das passt für mich suboptimal. Suboptimal ist aber nicht so schlimm. Immerhin war es ein angefeuerter Abend. Denn ich habe, wie gesagt, den ganzen Tag hier nichts gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, die Gründe sind euch bekannt. Arbeiten. Ich verbrate eben mal mein kleines Baby hier auf das Rathaus. Keine Chance. Keine Chance. Okay, ein Schuss immerhin noch abgegeben. 63% hier. Die beiden Eilzauber zwecke ich jetzt mal hier weg. Denn die brauche ich gleich nicht. Ich habe immer noch genug Dunkles. Ja, wir haben hier sogar gewonnen. Yes, ich habe den Bonus bekommen. Alles nicht so schlimm. Ich wollte das Ding hier so ein bisschen wegwerfen, denn ich will hier so ein bisschen mit Boden eigentlich was machen. Die Armee war jetzt noch so aus den Spenden. Die kam jetzt auch noch so ein bisschen zustande. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Den habe ich nicht. Ah ne, die Bodentruppe wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Bodentruppe nicht mehr machen. Die Luftgruppe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal wieder so ein bisschen Boden hier. Ein paar Bowler, nämlich 30 Stück. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ein paar Mauerbrecher. Ah, 4 Stück passt genau. Hier brauche ich jetzt nicht ganz so viel. Ich glaube nur ein Wut und das bisschen hier. Ja, also was hat man sich eigentlich selber eingebrockt? Selber eingebrockt habe ich mir hier natürlich die Liga in dem Community-Clan, denn hier sind jetzt ganz, ganz viele Neuner drin. Das ist auch gut so. Das soll auch so sein, aber sie werden, auch die werden nicht alle zum Zuge kommen. Ich habe es ja gestern schon erklärt. Und dieses eingebrockt heißt eigentlich, früher hat man im Essen oder früher haben arme Leute immer Suppe mit Brot gegessen. Mit Brot gegessen und dann haben die so ein bisschen ihr Brot, wie soll man sagen, gebröckelt. Und diese paar Brocken, die sind dann in die Suppe gefallen. Und dann musste man seine Suppe löffeln. Also man musste ja das Ganze selber so ein bisschen ausbrocken, also die Brocken, die Bröckel in der Suppe ausbrocken. Und daraus kommt eigentlich dieser Begriff. Also der kommt jetzt, ja klar, ich habe natürlich selber Schuld hier, keine Frage. Und wenn ihr den Titel richtig gelesen habt, ich habe im zweiten Teil, meistens mache ich immer so einen ersten und zweiten Teil, so ein Hashtag Ehrenmann beim Gegner drin. Ja, muss ich sagen, ich glaube, der Hashtag beim Ehrenmann oder beim Gegner war das Rathaus 11. Wir hatten ja ein Rathaus 11 zu machen, das habt ihr gestern gesehen in der Folge. Dort habe ich euch den Angriff von Kati gezeigt auf die Nummer 11. Ich habe sie auch nicht verbessern können. Also der von Kati mit 92% war schon ziemlich gut hier. Aber wir haben den Clankrieg hier gewonnen und der Gegner hat das Rathaus 11 hier nicht angreifen lassen. Entweder ist es ein Ehrenmann und hat sich gesagt, naja, ich bin hier ja so richtig über. Bei den vielen Neunern, Achtern, Siebener, Sechser, dass ich meine Angriffe mal nicht mache. Oder aber, ich denke mal, die zweite Möglichkeit ist es eher,
Sie hatten denn dann Einsehen, dass es nichts mehr gebracht hätte, uns noch anzugreifen. Ihr seht das hier. Die haben ganz gut, ganz nett mitgekämpft, aber wir haben super, super CK hier eingespielt. Und ein, zwei, drei Angriffe habe ich aber noch für euch. Ich hatte euch, glaube ich, ja. Ich denke mal, man kann hier ruhig bei der 30 mal einsteigen, denn ist das ist Rathaus 7 auf Rathaus 7. Und deswegen hatten die, glaube ich, so ein bisschen das Einsehen, es hätte halt nichts mehr gebracht. Wir haben gute Devs hingelegt. Einige Bases haben etliche Angriffe auf sich gezogen. Ich glaube, der Philipp war einer, der mit seinem Rathaus, mit seiner Base hier so vier, fünf Angriffe über sich ergehen lassen hat und keine drei kassiert hat. Das ist natürlich super. Und genauso möchte man das natürlich auch haben. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie das überhaupt hier dann in dem Community-Clan in der Liga wird. Also wie gesagt, ich habe es mir selber eingebrockt. Ich habe heute Abend mit jemandem hier in WhatsApp so ein bisschen getippelt. Und ich weiß, dass wir starke Gegner bekommen. Und es kommen immer noch Rathaus 9er rein. Das ist auch für mich dann eine Gewissensfrage. Wen nehme ich wirklich mit? Oder aber ich schmeiße euch ins kalte Wasser. Das könnt ihr haben, wie ihr gerne wollt. Wir sind hier jetzt so viel Neuner, dass wir komplett durchrotieren können. Das heißt also, wir nehmen die ersten 15 Mal in den ersten CK rein, mal sehen, wie der wird jetzt in der Liga. Und danach tauschen wir die 15 komplett aus gegen andere Neuner. Gegen andere Neuner. Aber ich kann euch gleich sagen, das ist nicht einfach. Gegen diese Base habe ich gestern gefehlt mit meinem Rathaus 8er, 98%. Ich habe irgendwie das Rathaus verpennt. Ich weiß, es war scheiße, der Angriff war doof. Aber ich glaube, der Lord Scharfschütze ja hat das ein bisschen besser gemacht. Als Rathaus 9 musste er hier ran. War auch nicht so schlimm. Einige haben mich nicht angegriffen. Auch ich bin hier rigoros und schmeiße die Leute raus, wenn sie ihre Angriffe nicht machen, sich gar nicht melden. Wenn sie vielleicht arbeitsmäßig nicht können oder was auch immer. Ich bin ja auch ein Arbeitstier und gucke hier immer nur ab und zu mal rein. Deswegen kann ich auch am Tag so gut wie nicht farmen, weil ich immer eine Wartephase habe, wenn ich so ein bisschen rumlupe. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich dann eher so ein bisschen nur spende und überhaupt keine Angriffe mache, weil ich schaffe das nicht. Die Lupe läuft so lange. Ich habe jetzt für diesen einen Angriff hier eben gute 15 oder 17 Minuten gebraucht, bis der da war. Und deswegen war ich hier der Spender, aber das ist auch so in Ordnung, hatte ich ja erklärt. Auch bei der Liga wird es diese Spender geben und in der Liga werden natürlich Only Rathaus 9 in die CB spenden. Also auch dort bitte ich jetzt schon mal drum, aber ich mache das sowieso in-game ganz, ganz oft, dass ihr immer, wenn der nächste CK dann schon anläuft, gleich die Burgen für den nächsten oder für den übernächsten füllt, wenn wir die Leute festgelegt haben, die dann da spielen. Das weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, kaltes Wasser. Ihr geht mit euren RH9 einfach hier in den Krieg rein und 15 kämpfen und danach kämpfen die nächsten 15. Egal, welche Bases dann sind, wie stark oder wie schwach ihr seid, wie stark oder schwach eure Helden sind. Ich will jetzt nicht die Stärke einesjenigen Rathaus 9er oder anhand der Helden machen, aber wenn ich so ein bisschen gucke, Helden und Base, dann passt vieles nicht. Es passt vieles nicht. Und wir haben hier dann sicherlich unter Umständen größere Helden in diesem Clan hier drin, als die gerade auf dem Feld stehen, so muss ich mal sagen. So, wo hatten wir denn hier? Ah ja, wir haben hier zwei Bases aufgelassen, die 3 und die 1. Aber ich hatte mir noch zwei, drei Stück angeguckt, wo ich eigentlich gedacht habe, sind ganz schick. Slenderman hat den, warte mal, Slenderman hatte glaube ich beide gemacht. Ja, ich glaube, Slenderman hat hier beide gemacht mit Drachen. Jo, kann man auch machen. Ist aber nicht so jedermanns Sache. Aber auf so eine Base hier bietet sich das immer ganz, 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 ganz gerne an. Ich meine, die Level 1 X-Bogen, die machen jetzt auch nicht so den Fett weg, auch wenn sie jetzt auf Luft stehen würden und die noch nicht so starke Defense. Das Einzige, was hier so ein bisschen stärker ist, ist sicherlich die Fünfer Queen in der Mitte und die Bogenschützentürme, aber mehr auch nicht. Und deswegen im oberen Bereich dann, wo es so ab 4, 5, ja, ich glaube, da ist schon so ein bisschen Drachenangriff nicht mehr so pralle, obwohl meine Base hat auch mal wieder gegen Drachen nicht gehalten. Es ist so eine Farce. Ich habe so scheiß Bases.
Aber das macht nichts. Irgendwann werde auch ich wieder die richtige Base für mich finden, die dann auch mal gegen einen Rathaus 9er zumindest defft. Denn der Rathaus 11 hier, der Ehrenmann, hat ja nicht angegriffen. Aber er hätte eh nur 4 Sterne noch holen können bei uns. Das wäre es dann gewesen. Also deswegen das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Wir hätten gewonnen, sie hätten verloren, aber sie hätten noch ein paar Sterne mehr bekommen. Und von daher alles cool hier. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich, was ich eigentlich meine mit den R9ern. Ganz viele haben sich heute in den Kommentaren gemeldet. Toto, der Clan war zu und oh Gott, ich komme nicht rein. Ja, ich habe den Clan kurzfristig mal zugemacht, weil es mir ein bisschen viel wurde. Ich hab noch so ein paar ausgesiebt hier. Nach diesem Clankrieg habe den Clan dann wieder geöffnet und er hat noch ein paar Plätze. Ja, ich meine, wenn ihr jetzt kommt, ich zeige euch gleich 2 RH9er, da dürft ihr auch nicht sauer sein. Die werden hier nicht zum Einsatz kommen, das ist einfach so. Außer ihr habt jetzt mit eurem 7er King und der 1er Queen 1200 CK-Sterne. Dann nehme ich euch mit, dann weiß ich, der kann auch was reißen. Aber das wird ja nicht so sein. Das wird einfach nicht so sein. Ich habe mir hier die 2 zur Brust genommen. Das habt ihr, glaube ich, nee, gestern nicht mehr gesehen. Das hatte ich nur gesagt, dass ich hier in dem oberen Bereich, also die 1 habe ich auch nicht geschafft, den 11er. Macht aber nichts. Aber ich war mir sicher, dass ich hier jeden 9er irgendwie packe. Und deswegen habe ich mich hierzu, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ja, mit Luft, also typische, nach wie vor typische nette Kombi mit der Queen und vielen, vielen Mauerbrechern, ein paar Heilern dabei. Die Base ist jetzt auch, die ist genau wie meine, sie ist maxed, also 30er King, 30er Queen und die Def hier ist einfach durch, die Mauern sind durch. Aber die Base war, naja. Ihr könnt euch das anschauen. Meine Queen war schon so ein bisschen. Was hatte der Gallamax, glaube ich, geschrieben? Meine Queen ist badass. Ja, die ist so. Aber das passte hier auch in dieser Base, denn die Queen konnte jetzt schon nicht mehr großartig woanders hin. Ich habe hier so ein paar Mauerbrecher reingespammt. Die machen mir, glaube ich, auch noch hier unten das. Ah, fast auf. Doch, sie machen es mir noch auf, sodass die Queen gleich nochmal so einen kleinen Bogen schlägt und dann schön doch noch so Richtung Base geht. Der Baby, der Elektrodrache ist schon sehr, sehr nervig. Aber klein Magier hier noch mit reingesetzt und richtig lange Zeit gelassen mit den Loon Part hier. Also danach mit Lava Loon hier weitergemacht. Da ist jetzt nur noch der King da. Die Queen ist ja schon weg. Ja, guckt einfach ein bisschen weiter. So, ich denke mal, so kann man es machen. Die Loons können hier jetzt erstmal nur außen diese Felder abfliegen. Das sieht man ja eigentlich sehr, sehr deutlich. Die Queen macht da in der Mitte noch Trouble, ist sogar noch zündbar und kriegt zwar Beschuss, aber auch meine Heiler sind noch ganz gut dabei. Der Feger war ein bisschen nervig. Keine Frage, der Feger war ein bisschen nervig. Aber dennoch Cleanup hier schon mal im Hintergrund gesetzt mit den Lakaien. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in solchen Situationen euer Cleanup nehmt, denn sonst kommt ihr mit der Zeit nicht hin. Ein Hund fliegt jetzt zwar schon ein bisschen weit. Ich war auch froh, dass die Lava-Pups alle so ein bisschen für Trouble gesorgt haben. Denn nichts ist ärgerlicher als ein nicht platzender Lava-Hund, der ganz, ganz wenig Schaden macht im Gegenzug zu den ganz, ganz vielen Lava-Welpen, die echt viel Schaden machen. Ja, und das war dann ganz oder relativ glücklich. Ich wusste eigentlich hier schon, naja, gut, wenn die Loons jetzt nicht überleben, dann schaffst du irgendwie den Magerturm auch noch. Aber sie haben alles gepackt und von daher war ich ganz gut zufrieden, war auch gut zufrieden über diesen CK-Ausgang hier. Wie gesagt, ein paar sind gegangen, ein paar sind noch gekommen. Und also nochmal Hashtag Ehrenmann hier an den Level, was war es eigentlich, Level 12 Clan, den wir geschlagen haben. Wir sind jetzt Clan Level 3 geworden, haben also, ja, muss man auch mal dazu sagen, haben jetzt etwas mehr bekommen hier. Oh ne, da wollte ich gar nicht hier rein. Haben jetzt ein paar mehr Annehmlichkeiten bekommen. Ich schaue mal gerade, was es jetzt eigentlich sind. Ja, wir kriegen jetzt 20% der Kosten Donation Refund, also 20% der Kosten, die man spendet, bekommt man zurück. Und der War Extra Bonus, also weiterhin Klarkriege hier spielen. Aber ich mache die Hütte hier erstmal nach 9 Tagen dicht. Es gibt mehr Warlord Extra Bonus oder War Bonus Extra Lord. Danach ist es sicherlich der Level 4 und der Level 5, die werden natürlich sehr, sehr interessant. Mit endlich 6 Truppen hier spenden. Ich weiß, es ist auch immer eine Geduldsphase, wenn man zweimal anfordern muss, um seine Clanburg voll zu bekommen. Zum Beispiel
bei gewissen Truppen, die man denn fordert, ich nenne mal so eine Magier, die kriegst du halt nicht ganz voll mit einem Schwung. Und klar, Clan Level 5 wäre richtig, richtig gut mit einem Level besser gespendete Truppen, aber da sind wir noch nicht. Im Moment sind wir noch in der Liga und ihr seht das hier, was ich hiermit meine. Wir haben hier noch drei Leute, die jetzt anfragen und das ist nichts gegen euch. Ihr seid vielleicht frische Neuner oder weiß der Geier, aber 315 CK-Sterne und diesen kleinen Helden hier. Ich meine, ich nehme euch hier an, ich nehme euch nur nicht mit. Das muss ich ganz klar mal so sagen. Ich nehme euch einfach an, aber ich nehme euch nicht mit. Und wenn ihr das nicht abkönnt, weil ihr dieses Video heute schaut, Sky heißt der hier. Oh, guckt euch das an. Noch kein Babydrachen. Naja, okay. Das wird ein relativ frischer Rathaus 9er sein. Aber 150 Sterne, hallo? Was hast denn du gemacht? Level 97. Aber wie gesagt, ich nehme sie einfach an. Und, oh, er ist schon im anderen Clan. Puh, glücklicherweise. Hat ein bisschen zu lange gedauert. Der Milix will hier noch die ganze Zeit rein. Der ist, ja, ich nehme sie einfach an. Also seid mir nicht sauer, wenn ich jetzt, wir haben hier ganz, ganz viele Neuner. Ihr könnt bei Clash of Stars hier übrigens diese Tag eingeben, also einfach Copy auf die Clash of Stars Webseite gehen. Einmal die Clan-ID dort eingeben und dann könnt ihr sehen, wie viele Neuner, Zehner, Elfer, Zwölfer wir hier sind. Wir sind richtig, richtig viele Neuner. Aber es werden hier nicht alle kämpfen. Das wird einfach so sein. Ich werde euch nicht alle ranlassen, denn entweder wollen wir hier gewinnen oder wir wollen gewinnen. Oder aber ihr sagt mir während des Chattens hier, Toto, schmeißt mal ins kalte Wasser, dann kämpft da oben eben mal so einer wie der Blix. Ja, dann ist der Blix hier ganz oben mit 139 Sternen, 12er King, 5er Queen, noch nicht lange Rathaus 9. Der muss dann gegen Rathaus 9 auch ran. Aber richtig fette Rathaus 9, denn die Gesamtgewichtung zählt ja. Und unsere starken Neuner gucken sich dann das Ganze hier gerne mal an. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe es mir selber eingebrockt. Ich hoffe, wir brocken es auch aus. Ich mache das mit euch. Also auch wir kommen hier wieder mit den Spender-Accounts rein. Nicht für die CBs, aber für den CK. Bis dahin, im Moment gibt es ein bisschen mehr Content hier aus diesem Clan. Lasst mir das ruhig. Aus den anderen Clans, wo ich jetzt wieder so rumeier, zeige ich euch auch was, aber gut Ding braucht Weile. Bis dahin, euer Toto.